Molle the Trimax hier. Heute geht es weiter. Wir haben vor, keine Ahnung, vor einem Jahr Yu-Gi-Oh! Ghosts from the Past 1 aufgemacht. Wir hatten eine komplette Case geöffnet, also davon mal 10, von diesem Teil 10 Stück. Und wir haben keine Ghost Rare gezogen. Keine Ghost Rare. Die Ghost Rares sehen phänomenal fantastisch aus. Also die sehen wirklich aus wie Geister. Du siehst die Karte fast nicht. Es ist alles weiß auf der Folie. Die sind fantastisch. Es gibt 5 Stück, glaube ich. Die teuerste ist der dunkle Magier. Die zweitbeste ist der blauäugige weiße Drache. Heißt der so auf Deutsch, ja, ne? Die zu ziehen wären Traum. Es gibt noch 3 andere, was auch schon fett wäre. Ich hoffe, das wird was. Ich habe natürlich nicht nur eine Boosterbox am Start, sondern 2 Cases. Alter, ist das schwer. Und ja, wir müssen das Ding ziehen. Wir müssen das Ding ziehen. Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Yu-Gi-Oh! Opening, weil hier sehen am Anfang, wenn man die Karten noch nicht kennt, alle so wunderschön aus. Oh, einer ist da noch hinter. Was ist das? Der sieht übel gut aus. Sterndrache in sternklarer Nacht. Sternendrache in sternenklarer Nacht. Sick. Alter, wer ist er denn? Nebeltal Baby Rock? Das macht noch nicht mal Sinn, aber finde ich cool. Schwallmagier? Tal Foes Fusion? Draco Equitana? Drachenritter. Digga, ich sag's euch, jede Karte sieht wieder aus, als würde sie hunderte Euro wert sein. Das gibt's doch nicht. Was sind das für Artworks? In jeder Packung wieder. Oh, da ist noch eine hinter. Das ist doch nicht mal die letzte. Oh, wer ist er? Priesterlicher Himmelsdrachen-Overlord von Elopolis? Was? Was ziehe ich hier? Bin völlig überfordert von Yu-Gi-Oh! Opening. Was zum Fick? Ey, die Karte sieht aus, als wäre es die einzige Karte der Welt. Ich will die auch gar nicht anfassen. 20 Cent kostet die Karte. Ja, Digga, krank. Man ist von jeder Karte einfach buff. Magi Dolce? Magi Dolce? Frische Schwestorte? Schwestorte? Also Schwester und Torte? Schwestorte. Huh, okay, vielleicht klingt das im Englischen cooler. Was? Was? Priesterlicher Drache von Eset? Digga, das ist ein Raptor. Wieso ist das ein priesterlicher Drache? Wieso kann so ein Raptor priesterlich sein? Ich hab so viele Fragen einfach. Wer denkt sich die aus? Was ist die Story hinter dem? Glühende Dracheneinheit. Ich meine, die Karte kostet immer wieder 2 Euro. Hat die einen kleinen Wert? Das ist die letzte, ne? Ja. Hat die einen kleinen Wert? Wird die gesleeved? Ich tue sie mal erstmal zur Seite. Ich glaube ja. Ja, Yu-Gi-Oh-Karten sehen krass aus. Das ist auch übel geil. So ein geiles Set. Guck, ich habe das letzte Mal vor einem Jahr geöffnet. Alles wieder vergessen und jede Karte, die hier kommt, denke ich mir, holy shit. Übler Dorn. Oh, das ist so halb Karte, halb Zauber. Den haben wir schon mal gezogen. Die war ja bei der anderen ganz teuer. Das war bei der anderen, das ist der beste. Ist aber hier nicht so, ne? Was zum Fick? Priesterlicher Sonnendrachen-Overlord von Heliopolis. Wen haben wir denn hier? Laval-Vulkan-Dienstmädchen. Gefahr-Donnervogel. Der bringt, glaube ich, was. Kann ich mal checken? Ich glaube, der bringt 2 Euro. Hab ich im Kopf. Ist da was dran? Hallo? Guten Morgen. Alter, guten Morgen. Was geht, was geht, was geht? Was machen Sachen? Was geht? Leute, könnt ihr Reapers gut hören? Ey, geht's dir gut? Hast du gut gepennt? Oh, ich hab gut gepennt, Alter. Was hat dich geritten, dass du so früh am Start bist? Ich hab gestern nicht gestreamt und dann war ich auch, weiß nicht, 12:30 schon eingepennt. Hey, du hast auch diese Superfähigkeit, ne? Kannst auch immer schlafen, wenn du willst, einfach. Ja, das ist geil. Du machst einfach Klick und dann schläfst du. Manchmal schlafe ich 16:30, manchmal schlafe ich 12:00. Geht einfach. Junge, das ist geil. Oh, was ist das? Nein, das ist sie nicht, oder? Nee, scheiße. Fuck, ich bin drauf reingefallen. Oh, nee, Leute, sei doch mal leise. Ich erkläre es den Leuten. Eine Ghost Rare ist außen normale Farbe und das Holo ist weiß. Und ich dachte gerade, ich sehe weiß und dann ist es eine Ghost Rare. Anfängerfehler. Und das macht Reapers immer mega sauer. Direkt morgens schon so ein Fehler, der so ein Patzer. Ich hab mal einen Kaffee getrunken und drückst mir sowas rein, Alter. Weißt du, was ich meine? Aber die Karten sehen alle wieder unfassbar heftig aus. Ich weiß aber jetzt noch nicht, was sind die Top 10 Karten, die ich zur Seite packe. Oh, wer ist er denn? Minenmaulwurf. Der ist cool, weil der hat eine Blume als Nase. Das macht gar keinen Sinn. Nur eine Fallenkarte. Ist es etwa die hier? Das ist eine Zauberkarte, Max. Mann, das macht mich schon wieder so sauer. Mann, Reapers, Mann, ja, dann, du bist hier der Experte. Dann schilder das doch besser. Alter. Blau ist immer, also die Türkis ist immer eine Zauberkarte. Und Fallenkarten sind immer lila. War doch Absicht, schreiben die Leute. War das Absicht, Max? Nee, aber ich weiß, dass die toll war. Die haben wir letztes Mal extra zur Seite gepackt. Bastardrache? Cool. Das sieht cool aus, Alter. Wie so ein Elden Ring Boss. Ja, sehen hier gefühlt alle. Oh. Der sieht doch wertvoll. Voll aus. Gigantes, Alter. So ein OG, der Motherfucker. Wirklich. Der auch, Drache, Alter. Level 10. Geil. Ist nur OG, bringt aber nichts, ja. Ne?
Nee, nee. Digga, die Karten sehen wieder so krass aus. Aber wie sind denn die eingepackt, Digga? Ich hab das ganz vergessen. 3 Booster nur in einer Packung. Laval Bogenschütze. Sieht auch cool aus. Unlogisch, aber cool. Die Yu-Gi-Oh! Karten sind deutlich unlogischer als Pokémon-Karten. Bei Pokémon hast du vielleicht einfach so einen kleinen Igel und der hat halt ein bisschen Feuer hinten, so. Oder eine Raupe und die ist so irgendwie aus Stein oder sowas. Okay, versteht man. Oder man hat einfach so, hier haben wir zum Beispiel einen priesterlichen Himmelsdrachen Overlord von Heliopolis. Weißt du? Das ist dann nicht eine kleine Raupe. Junge, was ist das für ein Name, Alter? What the fuck, wie viele Titel will der Wichser haben? Ja, vor allen Dingen, aber man muss alles priesterlich. Jeder random ist ein Priester. Ich hab grad einen Raptor gezogen, der ist priesterlich. Hier, Overlord. Guck dir den an. Hier, priesterlicher Drache von Ezet. Das ist einfach ein Raptor mit ein bisschen Metall. Ich pack's wieso, nicht, Alter. Wieso ist er priesterlich, der Raptor? Das ist auch kein Drache. Das ist Ezet. Alles geil. Oh, der geil. Ist auch cool, Alter. Ich mag so normale Karten, fühle ich. Ja, die ersten teilweise waren auch sehr, sehr hässlich. Also wäre das jetzt keine OG-Karte, weißt du? Ja, safe. Dann wäre die Karte No-Go. Aber weil sie zum Glück 20 Jahre alt ist, dann geht's wieder klar. Mhm. Ist wirklich sehr, sehr hässlich, aber auch sehr OG. Heute glaube ich dran, Alter. Heute ziehst du Ghost Rare. Muss heute auch mal sein. Du hattest 2 in einer Case, ne? Ja, ja. Das ist sehr. Das macht dich zum Schwanz. Ich will echt gerne den blauäugigen weißen Drachen. Oder alternativer Drache ist das, ja. Alternativer Drache, ja. Also, das ist eine Effektkarte. Das ist nicht der OG blauäugige. Ja, aber das zählt. Den habe ich auf jeden Fall. Ja, das will ich. Ja, natürlich hast du den. Den schwarz glänzenden Soldat auch, Alter. Der ist auch geil. Will die auch gerne haben. Vampir, Voivode. Voivode. Cool, der sieht dope aus, Alter. Der sieht sehr sick aus. Aber das war's. Das war das erste Booster-Pack. Digga, alleine... Leute, ahnt es doch bitte. Bitte schreibt Konami, stopp. Macht's wie Pokémon, nimmt deutlich mehr Pappe. Erstmal haben wir diese Box. Das müsst ihr euch jetzt mal reinziehen. Diese Box ist aber noch ummantelt von einer Plastikschicht. Von insgesamt 5 Plastikschichten. So, das ist erstmal alles in Plastik. Ich zeige euch das jetzt mal. Deswegen macht Romatra keine Openings mehr. So, das haben wir erstmal hier Übelplastik, Turboplastik. Kein biologisch abbaubares Plastik, sondern einfach richtig Plastik. Dann haben wir hier erstmal alles in Pappe. In dieser Pappe befinden sich 5 solcher Boxen. Gehen wir mal raus. 5 solcher Boxen. Dann haben wir so ein riesiges Pappding übrig. Weg damit. Dann haben wir diese kleinen Boosterboxen. Da sind nur 3 Stück drinne. Erstmal ist das hier mit einem Plastikding zugeklebt, was man aufmachen muss. Dann haben wir hier nochmal ein riesiges Stück Pappe. Jetzt kann man sagen, okay, das ist Pappe. Falsch. Die Pappe ist mit einer Folie beschichtet, die bestimmt auch nicht so ganz geil ist für die Umwelt, was so glänzt und glitzert, ne? Und sich so anfühlt. Das haben wir auch. Weg damit. Dann haben wir all die drei, nur 3 Booster in Plastik drinne. 3 Stück nur. 1, 2, 3. Dann haben wir das hier übrig. Jetzt haben wir die 10 Karten nochmal in diesem Plastik drinne. Für 3 Booster. Das finde ich wahnsinnig. Das finde ich für 3 Booster. Das ist schon echt krass. Das ist krank. Ohne Witz, die haben sich da einen Joke gemacht. Wirklich, die haben gesagt, okay, wie oft können wir das verpacken? Und wie oft können wir das in Plastik reinpacken? Weißt du, so als das war doch so ein Test. Süße Schere aber auch. Danke. Was noch von der Schulzeit, sagst du? Safe. Ja, also meine Tür ist links neben mir und ich schmeiß einfach alles nach rechts. Klar, jetzt ein gigantischer Haufen. Und ich komme nicht mehr an die Fenster ran, aber das ist der Preis, den man zahlt für eine Ghost Rare. Chat, ihr hört jetzt zu. Ich gehe jetzt was essen. Ihr müsst euch 2 Kartennamen merken, ja? Wenn er zieht, die er sleeven soll, eine Fallen Karte ist lila, die heißt ausgeglichener Zweikampf. Die merkt ihr euch? 2 Stück, die kostet 13 Euro. 13 Euro roh? Ja. Krass. Und dann noch eine weniger seltene, aber das ist die zweitbeste. Das ist eine blaue Karte, keine Zauberkarte. Hä? Geht das? Guck mal, was ich habe. Ich habe ein Error Pack. Ich habe 2-mal die gleiche Karte in dem Booster gehabt. Oh, noch nie gesehen? Okay, cool. Geht das? Hatte ich bisher noch nie. Habt ihr es notiert, Chat? Ja, wichtig. Sag's mir nochmal. Fairer Zweikampf. Ausgeglichener Zweikampf, nicht fairer. Ja, ich hätte es dann gecheckt. Okay. Eine blaue Karte, da sind so ein paar Planeten drauf oder sowas. Die heißt priesterliche Siegel der himmlischen Fähre. Also das ist eine blaue. Die ziehe ich aber nicht an letzter Position, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die kostet 3,50 Euro oder so. Ist halt ein Döner oder so. Priesterliche Sphäre. Eine blaue. Also eine blaue und eine Fallenkarte. Habe ich die nicht schon gezogen, oder in die Sphäre? Eine Linkkarte, keine Zauberkarte, eine Linkkarte und eine Fallenkarte. Die 2. Ausgeglichener Zweikampf und priesterliches Siegel der himmlischen Sphären. Blau. So sieht die aus. Ja, so. Glaube ich schon irgendwas gezogen mit Sphären. Oder nee, war das Sphäre oder Beschwörung? Achte auch auf ausgeglichener Zweikampf, Fallenkarte. Okay, beides nicht. Oder hast du noch einen Stapel, von dem ich nichts weiß? Noch einen. Döner 3,50? Ja, 3,50 auf dem Land, oder? Ja, bei mir sind es auch Grenze. Nicht mehr 3,50, aber damals war halt immer so der Standardpreis 3,50 irgendwie. Also blau und lila, ja? Nicht das lila, sondern dieses pink-mäßige. Pink-lila, ja. Nee, habe ich nicht. Okay, gut. Bis gleich, geh was essen. Bis gleich. Okay, es geht weiter. Finsterer, Alter, sieht die geil aus. Wer ist er denn? Galaxieauge Cypher X Drache? Das macht gar keinen Sinn. Irgendwie toll. Ich wusste auch früher nicht, wie viel ein Döner kostet. Ich weiß nur überall, wie viel eine Jumbo-Dönerrolle kostet. Ihr rechnet immer eure Inflation in Dönern, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe mir nie einen Döner geholt. Oder immer für 8 Euro Fleisch. Aber
aber das für 8 Euro Fleisch wurde auch mal weniger. Noch nie Döner geholt. Also noch nie ein Döner. Also sonst immer halt so Jumbo-Döner, Jumbo-Döner-Rolle oder einfach nur Fleisch für 8 Euro. Maskenwechsel. Zeitdieb Urkrone, cool. Döner-Rolle oder Dürüm, was sagt man sonst noch? Ja, man muss es oft einfach funktional lassen. Es ist wirklich einfach funktional, wenn du Rolle sagst. Dann checkt's jeder, weißt du? Nehmen wir an, du sollst was vom Dönerladen holen, irgendwie für deine Eltern oder irgendwie sowas. Und jemand will eine Döner-Rolle haben. Bis du dem erklärst, was ein Dürüm ist, sagst du Rolle und siehst, das Ding ist eine Rolle. Und dann weißt du, fertig. Noch nie gehört Dönerrolle. Ja, aber macht doch Sinn, oder nicht? Das ist ein Döner als Rollenform. Eine türkische Pizza ist nochmal was anderes. Osmanische Wundertüte, so nennt das niemand. Man weiß ja auch, was drin ist. Ist ja keine Wundertüte. Nienmaulwurf, finsterer Requiem XYZ-Rache. Alter, ich dachte gerade, das wäre eine. Ah, guck mal hier, reparieren. War die nicht auch ein kleines bisschen was wert? 2 Euro? Bastardrache, geil. Sternenritterin Rahel. Oder Rachel? Man weiß es nicht. Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon? Ich finde beides sehr, sehr geil. Yu-Gi-Oh! Mehr gespielt, Pokémon mehr die Serie geschaut. Sonnensamen-Zwilling, oha. Soweit ich weiß, gibt es auch bald Ghost from the Past 2. Ja, stimmt. Aber auch aus Ghost from the Past 1 und 2 ist halt, finde ich, aus absolut am heftigsten der dunkle Magier. Das wäre das Allerschönste. Gefahr, Donnervogel. Du hast eine Karte verpasst, die du sleeven solltest. Echt? Welche? Zeitdiebfalle. Hat er das gesagt? Zeitdieb? Hat die jetzt wirklich was gesagt? Schickst du Yu-Gi-Oh!-Karten zu bewerten? Ja, safe. Hat er nicht? Ach, Leute. Lässt du die bewerten? Ja, die teuersten Karten schicke ich ein, safe. Ach, ich hatte hier schon eine Packung mir hingelegt. Scheiße. Alter, was? Roter Supernova-Drache. Digga, der hat so viele Sterne, wie es geht. Als ob der keinen Wert hat. Zeitdieb Flyback. Schrecken von Trischulla. Cool. Ah, hier haben wir ihn wieder. Der Drache. Alter, was? Meteorschwarzer Kometendrache. Digga, die sehen alle so krank aus, ne? Priesterlicher Sonnendrachen Overlord von Heliopolis. Muss auch mal ein paar Titel haben im Namen, ne? Ja, richtig. Vor allem Priester und Overlord. Beißt sich das nicht? Also was ist überhaupt ein Overlord? Ist das ein Begriff oder ist das ausgedacht? Das ist ein Science-Fiction. Gibt es einen Lords? Gab es ja früher, aber gab es früher Overlords? Gigantesk, cool. Bastardrache. Zeitdieben. Regulierer. Regulierer. Reicht schon. Scheißwort. Hatten wir den schon? Dracheneinheit Waffe Gramm? Der sieht ja auch so cool aus irgendwie, Alter. Ja, warum sind hier so viele Drachen? Wie heißt das Set? Ghost from the Past und alles, jeder ist hier ein priesterlicher Drache. Die gibt's locker 30 Drachen. Wenn man überlegt, Alter, du hast mich auf Twitch gebracht, Alter. Du warst der erste Streamer auf Twitch, den ich geguckt habe. Wie geil. Der allererste. Aber auch, wie kann das sein? Du warst doch übelst der Call of Duty-Typ. Was ist denn mit, mit Monte? Da war ich auf Twitch? Nee, Monte habe ich so oder so nie geguckt damals. Damn, der Front. Ja, aber das ist einfach Clash Royale. Ganz, also YouTube. Wurdest du mir die ganze Zeit wurde deine blonde Fresse mir vorgeschlagen, Alter. Irgendwann musste man einfach deine Clash Royale Videos gucken. Ist auch so. Ja. Also ich mache jetzt ja auch noch gut Abos und sowas, aber das ist eher so durch alles Mögliche. Aber damals in einem Jahr YouTube 500.000 Abonnenten. Der Algorithmus hat mich so gepusht. Das war noch voll die Zeit, ist was Gutes. 3,50. Das war, wo Daily Uploads stark belohnt wurden. Das waren ja dann so Videos so wie Julian Bam, der einmal im Monat ein krasses Video hochlädt. Der wurde richtig heftig bestraft. Und Leute wie ich, die daily irgendein Gameplay hochladen, egal was, Hauptsache es ist daily, wurden in den Himmel geboostet vom Algorithmus. Es wurde einfach jeden vorgeschlagen. Du konntest nicht in YouTube Deutschland sein. Du hast doch nicht mal Clash Royale gespielt oder hast meine Clash Royale Videos gesehen? Ja gut, ich hab's schon hart gespielt, aber habe Ja, genau, aber auch da. Was? Den haben wir auch noch nicht gehabt. Sonnensamen Genieloch, Loki. Wie kann das sein, dass ich nach 400 Euro die Karte zum ersten Mal ziehe? Die muss doch was wert sein. Wenn die so selten ist. Lotchi, gut. Nein, Spaß, Digga, keine Ahnung. Photonendresch habe ich auch noch nicht gezogen. Hä? Kann das sein, dass jetzt neue Karten kommen? Tapferer Archendrache. Auch noch nicht gezogen, hä? Ey, ich sag's dir, die Case war in zwei Teile unterteilt. Ausgeglichener Zweikampf! LOL! Ja, guck mal! Wie geil! Das ist die sechstbeste Karte? Ja. Das ist die beste nicht. Das ist die beste Nicht-Ghost-Rare-Karte. Wie geil! Glatt gezogen, 13 Euro. Let's go! Guck mal! Ey, Leute, das ist übel krass. Das wird eine dicke Cashback-Folge. Guck mal, 4 mal 3,50. Na, die 3,90 runden wir auf 4. Dann sind das 16 Euro. Plus 13 sind 29. Guck mal, ich habe ganz schnell aus 700 29 Euro gemacht. Also wenn ihr Investment-Tipps von mir haben wollt, schickt mir euer Geld rüber. Und ich mache ganz, ganz entspannt minus 95% Rendite. Geil. Priesterlicher Himmelsdrachen-Overlord von Heliopolis. Wie ist der entstanden? Was ist seine Geschichte? Was sind seine Eltern? Was macht er? Was hat er in der Jugend gemacht? Was war er früher? Wie ist er zum priesterlichen Himmelsdrachen-Overlord geworden? Ausgeglichener Zweikampf! Jetzt aber los hier. Holy shit! 13 Euro. Euro Cashback. Was? Comeback. What? Wen ist er denn? Wo ist der Mann, der Falco? Wie kann das passieren, dass wir immer noch Karten ziehen, die wir noch nicht hatten? Oh, was?
Was? Cool, auch die mega OG. Turbo OG. Kostet aber nichts. Kostet nichts, ne? Was cool. Aber die haben noch nicht einmal gezogen. Heftig, ja. Hä, wie ist die so selten? Also generell, aus Erfahrung kann ich es dir sagen. Wenn du einen geilen Hit hattest, dann hattest du den immer in den ersten 50%. Ich habe nie in der zweiten Hälfte einen geilen Hit gehabt, weißt du? Ja, mal gucken. Ja, das muss jetzt heute mal Premiere sein. Ja, das ist ja die beste Karte, die kommen irgendwie kann. Das ist die beste Karte, die kommen kann. Dunkler Magier als Ghost Rare. PSA 9 kostet die schon 2500 Euro. Warum sehen alle Yu-Gi-Oh! Karten so geil aus? Na, das ist, glaube ich, deren Konzept. Nochmal 3,90 Euro, Leute, 3,90. Alter. Aufschreiben, 3,90. Leute, ich brauche eure Primes nicht mehr. Oh, hä? Ja, hier. Vier Stück? 4 × 13 Euro? Rechnet das mal aus, Leute. Das ist mehr, als ihr als Taschengeld kriegt. 2,50. Guck mal. Digga, also so viele Booster sind da jetzt nicht mehr. Das ist jetzt gerade nicht so geil. Hä? Kann doch nicht sein. Ich glaube, du solltest eine Ghost Rare ziehen. Ich denke, das wäre jetzt das Sinnvollste, ja. Scheiße. Noch 8 Booster. Da sieht man aber, wie unwahrscheinlich es ist, eine Ghost Rare zu ziehen. Oh Mann. Mit dem Set. Dass man sich sehr glücklich schätzen sollte über die Ghost Rares. Die haben wir jetzt zum vierten Mal gezogen. Eine Ghost Rare kommt aus 2 Cases. Ja, das war eine zweite Case. Das heißt, ich hätte sie ziehen müssen. Und ich ziehe sie auch noch. Das ist echt schon bodenlos, Digga, dass ich aus einer Case 2 gezogen habe. Das ist so frech. Aber wenn ich dafür einen dunklen Magier ziehe, ist für mich alles wieder cool. Weißt du, ja, ich kann ja jederzeit comebacken. Also, ja. Der dunkle Magier ist mehr wert als meine beiden. Richtig. Jetzt habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die letzten 7. Dann habe ich 2 Cases aufgemacht. Eigentlich ist in 200 Cases immer eine drin. Oh, das ist hart. Ich will nur irgendeine Ghost Rare. Oh, nee. Ich muss an das Herz der Karten glauben. Ich glaube an das Herz der Karten und ich akzeptiere auch die Pull Rate. Fertig. 3 Booster noch. Was ist anders als einer Ghost Rare? Alles. Digga, es ist immer, wenn ich weiß, sie ist automatisch, passiert da was. 2 Booster noch. Letzter Booster, Last Pack Magic. Die allerletzte Karte. Boah. Bitter. Das ist echt bitter. Alter. 2 Cases, keine Ghost Rare. Ich hab mal ganz schnell 700 Euro in. Oh, ich sag's immer wieder, macht's nicht nach. Hier, so, eine Karte kostet hier von 4 Euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 Euro. Und hiervon kostet eine 13. Das sind meine dicken Cashback-Teile. 1, 2, 3, 4. 4 × 13 Reapers. 42. Habe ich gesagt 52 nicht vorhin schon? 52, ja. 52 plus 24. 76, oder? Also ich habe aus 600 Euro 76 gemacht. 500 Euro kosten die im Case. 500 Euro im Case? Ja. Ja, besser als 700 Euro, oder? Ja. Boah. Das habe ich jetzt schon zweimal gemacht, ne? Dafür hatte ich beim letzten Opening, als wir Armageddon aufgemacht haben, zweitbeste Karte, die ich noch lange, lange nicht hätte ziehen dürfen, die super, super, super selten ist. Ja, aber nach zweimal Cases from Ghost from the Past, wo keine Ghost Rare rauskam, ist das, bringt mir die auch nichts mehr. Wie heißt die? Welche? Die Karte hier? Ja. Utopia Nummer 36. 39. Aber ja, fast. Was habe ich gesagt? 36? Ja, ist falsch. Ja, scheiße, das machen wir jetzt.